Sind das der Let's Play? Hier geht's nicht weiter. Nein, jetzt müssen wir wieder zurück. Mann, ey, es ist nervig. Boah! Ist ja ekelhaft. Niemand. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Das nenne ich Stealth Action Extremos. Ich hab's euch gesagt im letzten Splinter Cell Let's Play, dass hier mehr Stealth eingesetzt wird. Und dem ist es auch so. Gut, solange er sich nicht umdreht. Schaut er nach vorne oder ist er umgedreht? Okay, zeigt mir den Rücken. Er zeigt uns den nackten Rücken. Ich meine den Rücken. Ja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. So. Oh Gott. Puh. Alter. Knapper wird's doch nicht mehr, oder? So, wir sind jetzt auf einer mittelalterlichen Burgmauer. Total modern sowas. Überhaupt nicht primitiv. Scheiß Kirche. Ich glaube nicht an Gott. Gott ist nur eine Fantasie. Vom Blitz getroffen. Oh, nicht. Das war's. Das war es davon. Das war jetzt davon, weil ich gesagt habe, Gott gibt's nicht. Jetzt habe ich das Licht voll geblendet. Ah, und nochmal. Ding dong, ding dong. Ich habe genauere Informationen zu Dahlia. Sie wartet auf dich in der Nähe der Kirche. Sie trägt ein traditionelles weißes Gewand. Der Code lautet, wann findet die Messe statt? Antwort, nur am Morgen. Ja, ist klar. Okay, weiter. Nach unten. So. Okay, nächstes Abschnitt von diesem Level. Auch ein schwieriger Abschnitt diesmal. So, hier wieder einen großen Safe. Wie vorhin schon. 4, 3. Ich frage mich, wie viel Speicherplatz ich habe. Ich kann weniger aufnehmen als beim letzten als bei der letzten Aufnahmesession. Weil ich weniger Speicherplatz drauf habe, weil ich Shogun 2 wieder bei mir installiert habe. Und es braucht 20 GB Speicherplatz. Wann findet die Messe statt? Nur am Morgen. Sie kommen spät. Sie sind Amerikaner. Wer sind Sie? Ich bin ein Freund. Und suche einen Freund. Kennen Sie diesen Mann? Sie würden wohl kaum fragen, wenn nicht. Was hat er in Jerusalem gemacht? Eine Waffe kaufen. Mehr Details, bitte. Irgendwas Biologisches. Die Syrer besitzen es vermutlich seit über 10 Jahren, aber bisher war es zu gefährlich zu transportieren. Nun hat Ihr Freund die passenden Transportbehälter geliefert. Was für ein Deal war das? Ihr Freund erhielt den Erreger und die Syrer eine bescheidene Summe US-Dollars und einen der Transportbehälter. Wo stecken die Syrer? Wo ist der Behälter? Ich bringe sie hin. Aber bleiben Sie unsichtbar. Wenn man uns zusammen sieht, ist unser Leben nicht mehr viel wert. Alles klar. Oh, verdammt, ich habe eine kleine Erkältung, deswegen mache ich hier dauernd. Guter Gott, Fischer, was zum Teufel machst du? Entschuldigung, die ist hingefallen. Kann ich doch nichts dafür, wenn sie so blöd ist, zu laufen. Oh na, also die kann ruhig vorlaufen, wir können sie einholen. Wir spielen einfach ganz wie gewohnt weiter. Alter Schwede! So viele Menschen, ey, was soll ich denn da machen? Nein, du hältst die Klappe! Du hältst... Was machst du da? Der Rabbi rastet aus! Dumm rumzulaufen bringt euch auch nicht viel weiter. Spielt ihr Fang oder sowas? Ah ne, die spielen Verstecken, okay. So, ich muss auf das Licht aufpassen, deswegen sollte ich mal jetzt nachts nicht mal kurz ausschalten, so ungefähr. Ja, so passt es eigentlich. Hier wieder ein Quicksave. Ich hoffe, ich versafe-state mich hier nicht. Weil hier so viele Menschen gibt, da kann man sich sehr leicht versafe-staten. Oh ne, geh doch da weg, du. Boah, ist ja ekelhaft. Ich sollte damit aufhören, das nervt langsam wahrscheinlich. Was? Ich hab doch nicht richtig geschossen, Mensch. Okay, hier. Zack. So.
jetzt haben wir keine Probleme mehr mit diesem Furz da vorne. Lalalala. Leise. Was machen Sie auf der Straße? Okay, Schnee. Tut mir leid, Officer. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Es ist Ausgangssperre. Sie gefährden sich selbst und andere. Licht? Oh. Aber mein Vater ist... Scheiße. Diese Stelle ist schwierig. Diese Stelle ist schwierig. Lalalalalalalala. Hä? Er kommt nicht her? Das ist aber ein toller Polizist. Hört der Lärm, wie ein Licht ausgeknipst wird und er merkt es nicht mal. Man muss ein Ohr dafür haben, wenn man ein Polizist ist. Würde ich sagen. So, ich schalte hier keine Menschen aus, weil die patrouillieren ja alle so gut rum. Da ist es mir ein bisschen zu heiß jetzt. Ah Gott, da ist Licht. Licht? Wo? Licht? Da! Das Licht kommt von hier. Bleib da, wo du bist. Ja, dreh dich bloß nicht um, sonst kriegst du aufs Maul. Alter, ich spiele hier so riskant. Das gibt's doch gar nicht. Ich sollte nicht mehr so riskante Sachen machen, ey. Ich spiele hier riskanter als... keine Ahnung. Und jetzt mache ich hier noch auch nur einen Quicksave. Wie riskant bin ich jetzt gerade hier? Boah, ey. Das nenne ich Stealth. Like a boss. Alter, ich bin ein größerer Pro in dem Spiel, als ich dachte. So, hier wieder ein kleiner Quicksave. Wo? Okay. Ich dachte, es funktioniert jetzt überall. Aber Hochmut kommt voll im Fall. Wo ist die? Da ist die, okay. Der Bull ist da hinten. Oh na. Na 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 na. La 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 la. The neck begun to hit on the floor. La 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 la. The neck begun to hit on the floor. Was hast du hier, ne? Lass mich zu nerven, ja? Ich muss hier meinen Job erledigen, ja? Da kann ich mir nicht leisten, wenn du da rumpatrouillierst wie ein Irre. So, jetzt wieder ein bisschen leise. Hier ist niemand, aber trotzdem bleibe ich vorsichtig. Hier ist auch niemand. Da ist die Schlampe da. Und da ist wieder so ein Bulle. Oh nee, an diesen Punkt kann ich mich erinnern. Dieser Punkt ist schwierig. Oh Gott, so viel Licht und einen Kopf. Oh Gott, ich hätte es nicht machen sollen. Was habe ich da getan? Habe ich da gerade gepfiffen? War ich so schlau? Vielleicht funktioniert es ja. Mal schauen. Ah, es hat geklappt. Ach, wie gut. Alter, ich bin der fetteste Pro in diesem Spiel, fällt mir gerade so auf. Alter Schwede. Und vielleicht ist es auch normal und ich glaube jetzt einfach mal so, dass ich der Bulle, der größte Pro in dem Spiel bin. Okay, okay. Beim ersten Mal durchspielen hatte ich echt viel mehr Riesenprobleme. Aber jetzt geht's eigentlich. Beim zweiten Mal durchspielen, da ist es eigentlich, ja, ganz einfach. Weil man ja die meisten Stellen kennt, aber letztens, wo ich das Spiel durchgespielt habe, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Ach, leck mich doch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lal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 a. Boah. Ich hoffe, jetzt wird keine Leiche gefunden, weil die, ja, keine Ahnung, wir haben die Leichen nicht gerade gut versteckt. Wir haben sie einfach mal so ausgeschaltet. Ach komm, geht der Scheiß hier noch weiter. Naja, dieses Objekt kann mir was hier... Was machen Sie auf der Straße? Die Ausgangssperre hat begonnen. Es tut mir leid, ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Er wurde verwundet. Sicher, aber wir können keine Ausnahme machen. Ich fordere Sie auf, sofort nach Hause zu gehen. Natürlich, Officer. Bin schon unterwegs. Scheiße. Halt doch die Klappe, du Petze. Nein. Ich würde den
gerne tasern, aber wir brauchen das später noch, das ganze Zeugs. Was machen Sie auf der Straße? Niemand. Alarm! Halt die Klappe! Boah, das war jetzt scheiße knapp. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Boah, okay, wieder durchatmen. Ich glaube, hier mache ich ihn wieder ein Safe. Ich habe mich mal beim ersten Durchspielen hier versafestellt. Das möchte ich hier ungern ein zweites Mal erleben. So, hier ist, glaube ich, ein guter Ort für dich zum Schlafen. Ja, gute Nacht noch. Na, geht's dir gut? Die Biowaffe wird sich nur noch ein paar Stunden im Shoshana-Lagerhaus befinden. Wir müssen uns beeilen. Und seien Sie vorsichtiger. Wenn Sie sich bis zum Lagerhaus noch einmal blicken lassen, löse ich meinen Teil der Vereinbarung. Okay. Gibt's einen Weg über die Dächer? Ja, das geht. Dort drüben müssten Sie hochkommen. Ich treffe Sie beim Lagerhaus. Ey, was labbert die? Wo hochkommen, ey? Oh Gott. Alter. Wie, wo jetzt da hoch? Da auch? Ja, Licht nervt mich. Hä? Da geht's doch hier nirgends hoch. Was labert die? Die labert voll den Mist, Alter. Und das Licht nervt. Jetzt mache ich da Wärmebild rein, ey. So. Na, vielleicht auch nicht. Okay, hier ist es viel zu hell. Da komme ich nie im Leben. Ui! Alter, dieses Licht, das nervt. Ja, ist ja gut, du blendest die Zuschauer. Verdammtes Spiel. Wo ist denn der Typ, sie? Ja, Licht. Oh mein Gott, Licht. Ich sollte jetzt Angst haben, oder was? Komm. Kommt denn das Licht her? Hä? Dieses Licht nervt einfach. Das langweilt. So, jetzt wieder hier, das neue Feature nutzen. Ach, das geht gar nicht. Ach, wie schön. So, soweit so gut. Soweit so gut. Wenn ich mich hier so abschnittmäßig hier durchschlage, dann geht es eigentlich ganz gut. Wo geht's denn hier lang? Oh Gott! So, hier ist es, glaube ich, dunkel genug. Ja, genau, hier ist es perfekt. Aber hier muss irgendwo... Gott, dieses Licht, das knipse ich aus. So. Ich wette, ihr hört mein Tastaturgetippe. Ah, hier geht's hoch. Okay, hier ist wieder so eine Wohnung. Deshalb ist voll der Einbrecher. Ist hier jemand? Ja, das sind zwei Tipsies, die schauen Fernsehen. Was schaut ihr denn da an? Ach, wie schön, was für ein spannender Film. So. Jetzt da. Puh, soweit so gut. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich das auch nicht genutzt, dieses Feature. Da habe ich einfach alle Lichter ausgeschnipst und 1000 Munition verschwendet. Da hatte ich dann später viele Probleme, glaube ich, gehabt. Der Schatten von Sam. Ach, Abseil-Dingsbums. So, hier wieder einen großen Safe. 4-5. Und ab jetzt nach unten. So. Jetzt lass dich doch fallen, Mensch. Oh Gott. Nein. Geh weg. Ach, du bist die Dahlia Tal, okay. Treffen sich zwei Polizisten, eine Dose im Weg. So, ich glaube, die Bullen sind mal schon weg. Ich wollte schon sagen, fürs erste los, aber... Gott sei Dank, ein Polizist. Was labbest du, hä?
fass meine Freundin nicht an. So.